Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video von mir, dem Rumpelump. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, laufe ich hier mit meinem Badass-Typen bei H1Z1 über die Roads und gucke mir so ein bisschen die Landschaft an. Es gibt einen Grund, warum ich hier so ein Video über H1Z1 jetzt mache, und zwar ist das ja nicht der normale Server, auf dem die meisten spielen, sondern es ist als Testserver. Und auf dem wurde kürzlich ein neues Update veröffentlicht, welches Nebel und Wind beinhaltet. Jetzt momentan ist es relativ windstill. Man kann sehen, es bewegt sich ein bisschen, aber wenn der Wind so richtig bläst, dann sieht das schon verdammt geil aus. Und wenn Nebel ist, leider ist natürlich nicht Nebel, da wo ich gerade die Aufnahme starten möchte, ist natürlich kein Nebel, es muss ja so sein. Das sieht einfach mit der Hammer aus. Ja, und jetzt streifen wir hier so ein bisschen rum, ich habe hier so ein Bandana und meine Sonnenbrille auf. Und da kommt auch schon creepy Music. Es hat sich so ein bisschen was getan bei H1Z1. Es gibt jetzt ein paar neue. Es gibt jetzt hier zwei neue Slots. Der eine Slot ist für die Ferngläser, wie man hier sehen kann. Den zweiten Slot weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich hoffe natürlich jetzt, dass so bald mal ein bisschen Wind aufkommt und ein bisschen Nebel, damit ich das so ein bisschen demonstrieren kann. In der Zwischenzeit suchen wir uns mal ein bisschen was. Leider ist der Testserver nicht so wirklich voll, also da sind nicht viele Spieler unterwegs. Deswegen werden wir hier wahrscheinlich nicht so viele finden. Ich habe schon mal einen gefunden, aber der ja, war genauso ängstlich wie ich. Okay, da haben wir doch einen Zombie. Zombies wurden jetzt auch gepatcht. Oh, right in the heart. Richtig zwischen den Augen. Okay, wir sammeln uns mal die Pfeile ein, sofern das funktioniert. Na, komm. Komm. Hallo. Guck mal. Das ist doch super. Versuch mal so ein bisschen hier Häuser zu finden oder so, weil so langsam geht meine Energy runter. Vielleicht haben wir irgendwas. Stagnant Water, Purified Water. Oh, hier sind ein paar Zombies. Da hinten ist auch noch einer. Wollen wir mal gucken. Oh! Das war knapp. Ich drücke immer X zum Hinhocken. X ist aber hinsetzen. So, da ist noch einer. Schubst ihn weg! Okay. Sehr gut, die lassen leider nichts fallen. Wooden Arrow eingesammelt und jetzt gucken wir mal hier in dem Campsite. Da finden wir noch mal was Schönes. Hoffentlich. Wie ihr vielleicht auch bemerkt habt, der Woods und ich probieren gerade so ein paar Audio-Settings aus. Das erkennt man vielleicht an unserer, ja, doch schon erheblich verbesserten Audioqualität, würde ich jetzt sagen. Aber man muss da noch ein bisschen rumprobieren, gucken, wie es so bei YouTube klingt, ob das alles so ist, wie wir uns das vorstellen. So, hier haben wir wieder Munition. Das ist wirklich sowas, was ich noch nicht so ganz verstehen kann. Eine Hatchet. Nehmen wir uns mal mit. Dann brauchen wir aber die Axt nicht. Lass mal die Hatchet mal hier. Die Axt. Wir finden relativ viel Munition, ist mir aufgefallen. Zwar sind das immer nur so vereinzelte Kugeln, was auch gut ist. Aber trotzdem ist es relativ viel. Und ich bin relativ froh, dass so langsam jetzt das Wetter wieder reinkommt. Weil das doch schon relativ... Das ist schon hier hässlich mit der Sonne. Man muss es einfach sagen. Man kann es einfach nicht anders sagen. Das einfach nur diese Sonne, die hier über uns rumplästet. Ohne Wolken, ohne gar nichts. Da gibt es auf jeden Fall Schöneres. Oh, was haben wir denn da? So ein Turm, den habe ich noch nie gesehen. Ach, das ist jetzt auch neu. Das sind so Military Checkpoints. Ah, ja genau, das war auch noch neu. Jetzt bin ich mal gespannt, was man da findet. Das wäre natürlich... Oh, das ist natürlich richtig geil, ne? Das ist natürlich richtig geil. Wenn man da jetzt ein bisschen Ausrüstung findet. Ich geh mal hoch. Die Schritte sind ein bisschen buggy. Okay, hier ist nix. Da oben war auch noch einer. Oh, der ist eingezäunt. Gucken wir mal. Könnte natürlich sein, dass noch nichts spawnt hier. Weil das halt noch relativ neu ist. Oh. Ich sneake durch. Ja, jetzt habe ich keinen Pfeil. Ich hätte dem so die Fresse polieren können. Oh. Na toll. Na toll. Jeder Pfeil muss jetzt sitzen. Den dritten. Fuck. Okay. Komm, gib mir den fucking Pfeil. Gib mir den fucking Pfeil. Gib ihn mir doch jetzt endlich. Okay, weiter. Sieht ganz geil aus mit dem Bandana. Okay. Hier ist was ruhiger. Hier sind aber keine Zombies drin. Obwohl man immer aus dem Film... Ja, oder auch nicht. Obwohl man ja aus den Filmen immer kennt, dass innen drin ja immer voll überfüllt ist. Zombies. Können natürlich jetzt auch alle reinkommen, ne? Das ist ja... Was haben wir denn da? Ah, Shotgun Shells. Noch mehr Shotgun Shells. Trinken. Ein Rucksack wäre nicht schlecht. Da würde ich jetzt mal was drum geben. Um den Rucksack. Dann haben wir da wieder Duct Tape. Empty Bottles. Eine Rucksack habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Das ist ganz komisch irgendwie. Was sind das? Ich glaube, ich kriege Besuch. Sollte hier wieder raus. Den Motorradhelm. Fuck. Komm! Du musst sterben jetzt. Okay, es backt ein bisschen. Oh, es backt sehr. Da ist noch einer. Komm. Jawohl. Sauber. Gib ihm Motorrad hin. Der müsste... Müsste eigentlich... Head. Da kommt noch einer. Ich bleed immer noch. Okay, ich muss jetzt hier raus. Ich gehe wieder durch den Hintergang raus. Scheint sonst nichts mehr für mich zu sein. Huh? Ach, wahrscheinlich ist es mein Magen, der knurrt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, du kriegst ja schon was zu essen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh fucking shit. Jetzt hab ich ein Problem. Okay, ich gehe da durch. Oder auch nicht. Sicher ist sicher. Ich werde sie irgendwo aus outrunnen. Ja, die kommen nicht hinterher. Komm drüber. Oh fuck. Ich stacke. Huh? Okay. Glaube ich los. Was ist denn? Hier sind Radios, die sind auch neu. Damit kann man sich über, also man kann sich über Radios verständigen. Das heißt, wenn jemand ein anderes Radio hat, illustriere ich das mal eben. Radio. Gehen wir an. Und dann können wir hier die Frequenzen ändern. Bis zu 40 Frequenzen gibt es. Das Problem ist natürlich, die anderen können mithören, ne? Das, oh. Haben wir denn noch einen Platz frei? Hm. We have no space for that. Nehmen wir die. Das ist natürlich das Problem, dass ich dafür... Habe ich dafür Munition? 2 Schuss. Okay. Schon in Ordnung. Schon in Ordnung. So besides Pleasant Valley, is there any other major hotspots on the server? Das ist das Radio. Yeah, I got wrecked over there earlier. Der ist im Pleasant Valley gestorben. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier ist ein bisschen was zu essen. Jetzt müssen wir aufpassen. Dass wir hier nicht drauf gehen. Wir haben auch nur 2 Schuss, also das ist nix. Auch nur was zu essen. Hier gibt es ordentlich was zu essen. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt den Server gewechselt, weil leider war auf dem anderen Server halt kein Nebel zu sehen und auch kein Wind. Jetzt komme ich hier gerade drauf und sehe halt, hier ist leichter Nebel. Sehen wir es? Und ich finde, das ist schon ziemlich geil. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Hier sehen wir auch, wie die Sachen hier sich bewegen, weil da relativ viel Wind gerade ist. Wäre jetzt hier kein Nebel, könnte ich hier das ganze Ding sehen. Ich glaube, jetzt könnte ich nicht wirklich sagen, ob da jetzt ein Spieler läuft oder ein Zombie, weil halt die Sicht ziemlich beeinschränkt ist. Und das finde ich halt ziemlich geil und das macht das Spiel halt auch einfach aus, ne? Das ist einfach genau das, was mich so wirklich gefesselt hat, als ich davon erfahren habe, von H1Z1. Halt schade, dass sie es rausgepatcht hatten, aber wenn sie es jetzt wieder reinpatchen, ist ja alles wieder gut. Und das bewegt sich hier so ein bisschen. Können wir hier ein bisschen zu einem Baum gehen. Hier sieht man noch ein bisschen mehr. Und es ist halt auch richtig geil, wenn du so in den Wald gehst und der Nebel. Ja, die bewegen sich so ein bisschen hier. Sieht schon ganz geil aus. Und das hat auch, das soll wohl wirklich das Spiel beeinflussen, dieser Wind, also den Charakter. Und, ja, das ist das. Das ist der Nebel und ich hoffe, Regen und sowas und Schnee soll ja auch kommen. Die ganzen Sachen werden hoffentlich jetzt demnächst reingepatcht, das wäre richtig gut. Und, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Kleinen Einblick hier in H1Z1. Und, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung riesig freuen. Und ich, ja, hoffe, dass hier relativ viel noch reingepatcht wird. Das wäre auf jeden Fall ziemlich gut. Okay, danke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann, ciao.